Hallo Freunde, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Vagants Modellbike. Ich bin Vagant und habe euch heute einen deutschen Banzer mitgebracht, wieder mal einen deutschen Jagdtiger Sonder-Kfz 186 Early und Late Production, also 2 in 1 kann man bauen, wie man möchte. Davon gab es, glaube ich, nicht besonders viel von den Fahrzeugen. Ich weiß das nicht genau. Ich bin nicht der Militärspezialist und werde deswegen auch keine weiteren Angaben über den machen können. Ich finde ihn ziemlich brachial. Also ich finde den optisch macht er schon was her. Und im Original ist das natürlich auch ein riesen Kaventsmann. Ja, Tacom-Bausatz, dieser Blitz-Bausatz. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Vielleicht ist er schnell fertig. Oder wenn man zusammengebaut hat, trifft einen der Blitz. Wer weiß das schon so genau. Ich wünsche euch viel Spaß jetzt beim Angucken und vergesst den Daumen nach oben nicht. Na, ich vergesse euch ja auch nicht in der Ansage. Ne? Also namentlich nennen tue ich niemanden, aber ich grüße euch alle. So, macht's gut, viel Spaß beim Video. Ja, hallo Freunde, da bin ich wieder zurück mit dem Jagdtiger. Na, mit dem Karton von oben wieder. Könnt ihr wenigstens den Karton von oben sehen. Was soll ich dazu sagen? Es ist ein richtig, richtiges Riesenvieh. Und ich glaube, es gibt ein paar tolle Videos bei YouTube, wo man sehen kann, wie groß das Gerät ist. Ein Königstiger ist natürlich sowieso groß. Und im Prinzip ist das ja eigentlich ein Königstiger. Nur wahrscheinlich haben den Fehler gemacht auf dem Zeichenbrett und es am Schluss gemerkt, dass sie vergessen haben, den Turm drehbar zu machen. Nee, Quatsch. Das ist wohl dem größeren Kaliber geschuldet. Soweit ich weiß, war es größer. Ich weiß es nicht hundertprozentig genau, weil ich mich für die Fahrzeuge so bis ins Tiefdetail nicht interessiere. Na, so oberflächlich schon und natürlich optisch. Für mich ist das optisch ein Erguss und natürlich bautechnisch sowieso. Na, ich liebe es. Das, was ich jetzt gerade mache, ist so, einige Leute ziehen gerne Folien ab. Ich öffne gerne Verpackungen und gucke rein. Und was sehen meine nicht geschwollenen Augen an so einem wunderschönen Tag wie heute? Die Sonne scheint und so. Ein wirklich, ein Haufen Teile. Ja, ein Haufen Teile. Fange ich gleich mal mit dem ersten an, was hier ist. Der Anleitung. Die wird ja wohl irgendwo ganz unten sein. Oh, ich habe schon was gesehen. Naja, gut. Die Anleitung. Dann nehme ich das noch mal ganz kurz runter. Na, pack meinen Karton, mein Dora-Karton, das Gewicht noch. Ich stapel im Moment alles auf die Dora, die ich nachher weiter baue. Na. Ach ja. Ihr könnt gerne jetzt schon den Daumen nach oben machen, dann vergesst ihr das zum Ende nicht mehr. Ne? Weil wisst ihr denn, Support ist kein Mord, ein Däumchen, ein Träumchen. Und wenn ihr noch kein Abo da habt, lasst doch bitte ein Abo da. So, weiter geht's jetzt. Ich versuche das jetzt gerade zu öffnen. Ihr seht, es ist alles noch jungfräulich verpackt. Da haben wir ihn. Ist nicht immer so einfach mit dem Kleber. Und da drin sind auch gleich ein paar Teile. Und was ist das? Ein Korrekturplan, ich glaub's nicht. Und dann so riesig groß. Fange ich mal an mit dem, was mir hier entgegenkommt. Es kommt ein hauchdünnes Stück Kupfer, was wohl das Abschleppseil darstellen soll zum Vorschein. Also so genial finde ich das jetzt nicht. Das brauche ich auch nicht wieder ranzoomen. Das scheint mir zu dünn zu sein. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. So. Als nächstes ein kleiner Fototeilersatz, also ein kleiner, so ein paar Teile, die normalen Gitter für Motorlüftung und na, Ansaugung. So, den Deckelbogen, den öffne ich auch nicht großartig. Es sind natürlich die normalen Balkenkreuze dabei. Diverses Zahlengehacksel für verschiedene, wie sagen wir das, Bataillone oder so. Und ein Korrekturplan, der ist, wie gesagt, riesengroß. Dabei ist es nur einer. Und was besagt er? Man soll die Nieten abschneiden. Hm. Soll man das, ja? Bauschritt 9.2 ist das. So. Okay, das ist jetzt die Anleitung. Hier steht so ein bisschen was auf Englisch
komplett auf Englisch über den Panzer und auch so ein bisschen über das Modell. So, hier ist die normale Einleitung, was man kennt, also die Bauteileübersicht, die Gussastübersicht, wir gehen ja da gleich eh durch. Und wie soll es auch anders sein? Man fängt bei seinem Fahrzeug an mit der Unterwanne, den Laufrädern und ja, dieser tollen Erfindung, die dabei ist. Ich habe das noch nicht ausprobiert. Ich sehe das jetzt auch auf dem Bild das erste Mal. Das ist diese Hilfe. Ich kann da ja jetzt schon drauf eingehen. Ich weiß auch, dass da Segmentkette bei ist. Das habe ich auch eben gerade gesehen, als ich die Anleitung rausgepult habe. Und hier sieht man das mit der Segmentkette auch ganz schön, bis wo man gehen muss. Und dann kann man mit dem Triebrad und dem Umlenkrad, also mit der Umlenkrolle oder dem Triebrad und dem kann man die Kette komplett fertig aufsetzen, indem man einfach dieser Kontur folgt beim Kleben. Na, und wenn das denn ein Bündel ist, ein Paket, kann man das natürlich auch schön bearbeiten und zum Schluss als schmatzend oder fast schmatzend da drauf kleben. Ja, wie das funktioniert in der Praxis, das weiß ich jetzt nicht. Das werde ich vielleicht mal in einem gesonderten Video machen. Ja, weiter geht's dann mit dem Kettenpaket aufsetzen. Hier sieht man, dass es also tatsächlich so geklebt wird, oben offen gelassen oder unten offen gelassen. Und dann schiebt man das rauf und et voilà, fertig. Obwohl, et voilà, fertig, weiß ich nicht. Die Kettenglieder von einem Königstiger wiegen richtig, richtig viel. Da, wo mein kleiner Finger ist, sieht man, dass die Kette hat sowieso kaum Durchhang hier auf diesen Doppelrollpaketen. Oder sogar, die sind dann stellenweise vierfach überlegt, vier Rollen. Hier ist kein Durchhang drin. Und die Wahrscheinlichkeit, dass da kein Durchhang drin war, ist schon, wenn man bei den Fotos das sieht, da ist auch kein Durchhang sichtbar. Ist eben schon sehr gering. So, jetzt habe ich hier den Bauschritt. Das sind tatsächlich die Teile hier. Aber anstatt, hier steht auch 9,2. Und soll man das mit der 9,2 austauschen? Achso, nee, hier an der Seite. Teil B36 ist eine Korrektur. Ah, man soll bei der 36 oben den Pinökel abschneiden. Wollen nur einen oder alle? Ich muss mir das nochmal in Ruhe angucken, wenn es denn losgeht. Ich glaube, auf der einen Seite alle. Und damit dieses Mittelteil aufgesetzt werden kann. Aber nur, wenn man ihn besonders baut wohl. Ne? Das ist ja auch schon wieder jedem selber überlassen. Hier kann man... Ja. Naja, gut. Ich lege das mal dazwischen, damit das nicht wegkommt. Ja, Unterteil sehr schnell und die Unterwanne ist sehr schnell zusammengebaut. Die Oberwanne ist auch recht zügig. Ich denke mal, dass der Zusammenbau da keine besonderen Herausforderungen mit sich bringt. Da muss ich noch kurz was zu sagen. Es gibt bei YouTube gibt es einige Videos von Leuten, die haben Probleme mit der Frontblende, die aufzusetzen. Und da dachte ich, oh, da muss ich das also abschleifen und so. Und dem ist nun mal nicht ganz so. Aber das werdet ihr dann gleich sehen. Das ist so ungefähr das Erste, was ich damit mitmache oder mit auspacke, weil das oben aufliegt. Ja, also hier ist doch einiges, was man da drauf machen kann. Also viele Kleinteile zum Anbauen. Das sieht man so gar nicht. Und ja, also recht überschaubar zusammenzusetzen. Und ich finde das ganz gut. Ah, hier ist das Rohr, die Blende. Das wird in der Wanne festgemacht. Das ist ja auch eine komische Idee. Okay. Ja, das habe ich auch so noch nicht gesehen. Tja, aber immer mal wieder was Neues. Das Kanonenrohr hätte ich gerne auch aus Metall gehabt. Und aber ich habe keins gefunden dafür, was ich da an Stelle reinsetzen könnte. Und ja, dann muss es eben so, wie es ist, muss es denn eben gemacht werden. Ja, also die Schürzen kann man, wo werden die angebaut? An der Seite der Wanne. Also, jetzt habe ich da so ein bisschen ein Problem. Ich baue ja in Baugruppen und ich würde
jetzt die Schürzen schon an dem Teil hier festmachen. Also praktisch erstmal alles trocken zusammenbauen, Schürze fest und dann beim Lackieren das Oberteil abnehmen und Oberteil, Oberwanne komplett, da geht ja hier nicht ganz 100%, aber mit der Blende schon dran und so und getrennt voneinander zusammen lackieren und dann hinterher zusammenkleben. Aber das mache ich in der trocken anpassen, werde ich mir das nochmal genau angucken. So. Und hier der Abschluss ist mit den vorderen Schutzblechen oder wie man das dann nennen soll, Schutzbleche, ja. Und damit ist es abgeschlossen. So, als nächstes kommt hier auf der Seite sind ein paar Bemalvorschläge von Armor of Mick. Es gibt also einige verschiedene Tarnungen. Ich weiß nicht, ob da was zu steht. Ich sehe nichts, aber die sind alle immer so ein bisschen anders. Also nichts Weltbewegendes, aber doch immer anders. Da steht tatsächlich nichts. Ja. Und zum Schluss, meine Lieblingstarnart ist die Hinterhaltstarnung. Die sieht hier auch so ein bisschen provisorisch aus. Oder haben sie wohl keine Lust gehabt? Ja. Letztendlich weiß ich noch nicht hundertprozentig genau, was ich mache damit. Also ich werde es sowieso wieder bauen, ne? Und dann keine Farbe benutzen. Man hat ja mal jemand behauptet, ich bin lackiert, keine Modelle. Ja, ich werde das nur zusammenbauen und dann in der Ecke stehen lassen. So. Und selbst wenn ich das so machen würde, wäre das mein Ding. Jeder baut seine, soll sein Modellbauhobby ausleben, wie er es will. Und nicht wie anderes diktieren, ne? Sagt man ja. Aber anständig halt, ne? So gut wie es geht. So, weg. Das ist durch. Die Anleitung hätten wir und jetzt geht's mit dem Innenleben weiter. So, ich nehme das mal ein ganz kleines bisschen zur Seite. Und ja, das geht doch nicht. Der Schreibtisch ist schon wieder so voll, dass ich keinen Platz habe, um mich hier auszubreiten. Aber ich habe den, wie gesagt, schon mal geöffnet, also den Beutel hier, weil ich das nämlich wissen wollte, die abschreckenden Meldung hier, oh, du kannst ihn dir nicht kaufen, der ist ja voll scheiße und weil das nicht zusammenpasst und so. So, das ist der Auslieferungszustand, das ist eine richtig tolle Wanne, Oberwanne, ich habe das schon gesehen. Also kurz die Unterwanne, hier sind natürlich die Wartungsluken und so, den Notausstieg, den kann ich jetzt nicht sehen. Die Panzer hatten eigentlich standardmäßigen Notausstieg auf der Unterseite. Der ist irgendwie immer in Vergessenheit geraten. Dass das keine geschraubte Wartungsluke ist, ist klar. Ja, auch ein schönes massives Untergestell. Tarkom Marker drauf. So, und nun, das ist hier das Teil der Dauerbeschwerde. Dass sie das alles abschleifen und wie auch immer. Und das Oberteil hier. So, nun ist es so, dass hier dann ein kleiner, so ein festerer Übergang ist, um das zu montieren. Ich weiß nicht, kann man das sehen? So, man muss halt einmal drücken und hier auch einmal ein bisschen fester drücken. So, klack macht das und dann ist es eingerastet. Und dann punktiert man das mit Kleber und drückt hier oben ein bisschen gegen. Es sitzt ein bisschen straff, aber es ist nicht so, dass man jetzt anfangen müsste, hier irgendwas abzuschleifen oder so. Na, das ist also mit ein bisschen Kleber ist das getan. Die Ecke hier, weiß ich nicht, da kann man vielleicht, kommt drauf an, wie der Kleber da arbeitet, ein ganz kleines bisschen Green Stuff oder sowas reinpacken oder so. Oder ein bisschen zuspachteln, aber ja, nichts Schlimmes. So, na, passt. Das wollte ich nur sagen. Ihr braucht also keine Angst haben, diesen Bausatz zu kaufen, weil da irgendwas nicht passen könnte. Das ist einfach. Vielleicht war das ein Montagsmodell, was er da hatte. Oder es gab einige mehr Montagsmodelle. Wer weiß das schon so genau. So, das ist jetzt der Kamerad hier. Ich nehme jetzt mal die Kiste und arbeite dann mal umgekehrt da durch. Das ist kein Platz, hatte ich arbeite gerade an der Dora, habe ich gesagt. Und deswegen ist hier auch so viel anderes Zeug an der Seite. So. Ja, ein erster Beutel, den ich auspacke, ist ein Doppelbeutel. Das haben wir aber komisch gemacht.
Ah, okay. Ich muss den auspacken, das reflektiert zu doll. Wieder verschließbarer Beutel mag ich natürlich auch ganz gerne. Aha. Also hier gibt es einen F-Boggen und einen E-Boggen und beide Boggen, beide Bögen enthalten zwei verschiedene Varianten von der Muffe, wo das Kanonenrohr eingesetzt ist, an dem vorderen Blech und an der Motorhaubenabdeckung. Da in der Mitte die Wartungsabdeckung, da könnt ihr sehen. Zwei verschiedene Versionen sind das. E und F habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber auch zwei Schaufeln und so. Man kann also mehrere Versionen bauen. Okay, damit muss ich denn jetzt leben, dass es zwei Versionen gibt und ich muss dann vorher darauf achten, welchen von denen ich nehmen möchte. Was natürlich, wo mehr Bauteile dran sind, wo man mehr sieht, wo die Oberfläche des Panzers zerklüfteter aussieht durch die Bauteile, den wähle ich. Wie viele Gussäste sind das eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Ach, einfach mitzählen. So. Next. The next one. Und zwar sind das jetzt wieder Teile für die Unterwanne, die Hecksektion, da kommt die Auspuffrohre dran. Für die Kanone, die Teile. Hier ist die Rückseite für den Turm und die Halterung für die Kanone dran und so. Und qualitätmäßig, denn bevor sich wieder jemand beschwert, die Qualität ist echt super. Also kein Flash, also Fischhäute, keine Sickermarken, wo sie stören sollten. Und selbst die Sickermarken, die hier so verteilt sind, die sind echt flach. Also falls einen die stören. Auch im Inneren könnte man sie ja zuspachteln. Ne? Es gibt ja Leute, die finden auch Sachen gut, die man nicht sieht. Ne? So. Vielleicht zu nah angezoomt. Also hier kommen die nächsten Bauteile. Ich lasse die mal am Beutel, nicht, dass da jetzt irgendwas abfällt. Und zwar sind das alles Schwingen und was auch immer das alles sind. Die kleinen Haken, die an den Turm kommen. Und Auspuffe. Auspüffel, so zwei, drei Stück. So. Boah, jetzt fing das hier alles an zu rutschen. So. Ja, ich hätte das alles vorher schon auspacken können, aber nein, ich wollte mir die Überraschung nicht weiternehmen. So. Hier ist das Abschleppseil, was das eigentliche Abschleppseil. Vielleicht soll ich doch wieder eine andere Farbe nehmen, die Bausätze, die grauen. Ich muss jetzt erstmal kurz sichten, was ich hier drauf sehe, deswegen bin ich mal kurz ruhig. Das ist die Seitenschürze, also die Stoßbleche, würde ich sagen, die Schutzbleche für die Kette oder beziehungsweise für die Soldaten, damit die nicht in die Kette rabbeln. So, den nächsten. Da gibt es nicht viel zu sagen darüber. Die Teile sind auch wieder ausnahmslos gut gegossen. Tarkom ist schon eine sehr gute Firma. Und ich denke, man kann auch ohne sich Sorgen zu machen auf die Bausätze zurückgreifen und hat eigentlich immer was Gutes hier. Hier sind die Laufräder, Umlenkrolle und diverse Kleinteile für Turm. Fahrgestell, das sind die Narbenabdeckungen. Ja, davon sind zwei Großäste da. Das war aber schon absehbar. Ne? Bei der Menge. Und nun kommt zum Abschluss, zu guter Letzt. Also, ich habe schon gesagt, so viele Bögen kann da gar nicht drin sein, weil der ja keinen beweglichen Turm hat und auch keinen Ausbau desgleichen. Und ja. Aber jetzt kommt das, was ich normalerweise am liebsten in Einzelgliedkette hätte. Einzelgliedkette hätte. Ja, das ist Köti. Also eigentlich sollte ich das darauf verzichten und gleich Einzelkettenglied
Orgen. Also ich würde mal gucken, was die kosten, Einzelglied, und zwar nicht von Friul, auch wenn die besser fallen oder so, bin ich nicht bereit, 35 Euro für Metallketten auszugeben. Falls jemand für einen Königstiger noch Friulketten abzugeben hat, für ein bisschen besseren Preis, der kann mich ruhig auf Facebook kontaktieren. Da findet man mich in der Gruppe Modellbau für Anfänger. Oder eben war ganz Modellbauecke, die Gruppe, die gibt es ja auch. So, ja. Segmentketten, was soll ich dazu sagen? Also die sehen auf jeden Fall sehr gut aus. Man könnte, es sind ja auch viele einzeln, das sind ja im Prinzip sind das nur diese beiden großen Stücke pro Seite und zwei mit vier, die über die geraden Strecken, und der Rest ist Segment, Einzelglied. Ja, vielleicht brauche ich auch keine. Ich weiß nicht, das sieht bestimmt, also ich finde das gerade erstaunlich gut, was ich hier sehe bei den durchgezogenen. Und auch ein paar Unebenheiten drin, also kleine Durchhänge, nichts Besonderes. So, tja, ich muss denn leider schon sagen, dass das der Bausatz schon gewesen ist. Na, das ist natürlich nicht besonders, da war jetzt nicht besonders viel drin. Ich hoffe aber, euch hat dieser Bausatz trotzdem gefallen. Und meine Produktvorstellung, und würde mich auch schon wieder über einen Daumen nach oben freuen. Denn Support ist kein Mord, habe ich ja mittendrin schon mal gesagt. Na, nur als Gedächtnisstütze, ne? Nichts Weltbewegendes so. ja, es freut mich, wenn es euch freut. Ich finde diesen Bausatz super. Nicht grandios, sondern wirklich super. Grandios wäre, wenn das oben alles transparent wäre mit Innenausbau und so. Ja, gut, das war's denn von mir und ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und gehabt euch wohl, euer Vagant.